Ja, hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Aufnahme. Und zwar spielen jetzt Thomas Bauer gegen Janosch Illi. Und ich nehme das direkt vorweg. Ja, beide haben keine richtigen Aufschläge gemacht. So, und dann kann man sich dann mal überlegen, ob man entweder das Spiel abbricht, weil keiner es hinkriegt, einen richtigen Aufschlag zu machen, oder das Spiel laufen lässt. Also, da kein offizieller Oberschiedsrichter dabei ist, lasse ich das Ding laufen. Und ich habe dem Thomas auch nach dem Spiel gesagt, obwohl er sich über die Aufschläge vom Illy dann auch beschwert hat. Ja, hatte ich es ihm auch selber gesagt, weil ich meinte, hier, Thomas, wenn dich das ärgert, sag ihm was. Er wird ihn dann auch höher werfen. Ja, aus meiner Schiedsrichterposition, die dann auch näher am Netz ist und tiefer ist, hat das dann auch höher Thomas, wie gut du geworfen. denn Ja, noch die Jungs bist. stehen ja auch einen halben Meter dann höher als ich. Gemeinsam Darum 1700 ist das Meter immer Distanz. Na, die Frage dann ist aus so einer natürlich. Perspektive anders zu betrachten. Aber beide haben sich, was die Aufschläge angeht, eigentlich nichts getan, weil beide waren nicht regelkonform. So, und was machst du dann? Lässt du laufen, brichst du ab. Ja, so könnt ihr euch selber eine Meinung drüber zu bilden. Und da war eine Szene noch im Spiel, das muss ich gerade erwähnen, im letzten Satz. Da hat Thomas sich darüber geärgert, dass Janosch den Ball also sich gepusht hat, nachdem er den Punkt gemacht hat. Aber dabei kam der Netzball, der in dem Ballwechsel entstanden ist, der kam gar nicht von Janosch, der kam nämlich von ihm und hat sich dann über, ja, also es war relativ komisch, könnt ihr selber mal nachschauen. Und ja, die Gestikulierung von Thomas da nach dem einen Ball fand ich schon echt nicht so schön. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß hier bei dem emotionsgeladenen Spiel von den beiden. Hier, so, aber nicht so.
Kopf durch die Wand. Immer der gleiche Schritt. Come on.